Willkommen bei Stammstrecke 2TV, einer neuen Ausgabe. Am 5. April 2017 fand hier im Marienhof der erste Spatenstich zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München statt. Vor Ort waren Bahnchef Richard Lutz, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Nicht fehlen durfte natürlich auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und von den beiden Letztgenannten haben wir die Reden kurz zusammengefasst. Es beginnt der bayerische Ministerpräsident. Eine wirkliche Jahrhundertentscheidung. Es wird ja in der Politik oft von Jahrhundertentscheidungen gesprochen, aber dies ist auch eine. Sie wird für Generationen Bedeutung haben und sie ist mit dem heutigen Tag unumkehrbar. Wir haben lange geplant. Ich habe gerade gehört, 15 Jahre, das scheint der Startschuss für die Planung gewesen zu sein, aber für die Diskussion haben wir uns in Bayern 25 Jahre ein sattes Vierteljahrhundert geleistet. Hans-Jochen Vogel hat uns gerade erzählt, bei der ersten Stammstrecke waren es 5 Jahre. Also damals war heute die Politik noch besser, lieber Herr Vogel. Wir haben mit Sorgfalt geplant, das kann ich sagen, der ich mich vor 9 Jahren vom ersten Tag an um diese Stammstrecke auch persönlich sehr stark gekümmert habe. Damals war noch der Wirtschaftsminister Martin Zeil und jetzt ist der Innenminister Joachim Herrmann für den Verkehr zuständig. Und wir haben ja gelegentlich Mahnungen erhalten, warum dies nicht schneller geht, lieber Herr Ude. Aber wir haben immer gesagt, Sorgfalt bei so einem Großprojekt ist für uns wichtiger als das Tempo, denn Großprojekte ohne Sorgfalt und Dialog und Transparenz laufen Gefahr, dass sie in der Bürgerschaft nicht durchsetzbar sind. Und nun die Rede des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter. Wartenstich für den ersten Stammstreckentunnel, an dem Hans-Jochen Vogel ja sich noch sicher erinnern wird, ist jetzt 50 Jahre her. Es war damals ein echter Quantensprung in Sachen Mobilität in der gesamten Region und auch in der Aufenthaltsqualität. 1971 wurde der Parkplatz am Marienhof aufgelassen und ein Jahr darauf haben wir, wie Sie wissen, daraus eine Fußgängerzone gemacht. Aber die Entwicklung bleibt natürlich nicht stehen und das dynamische Wachstum, das schon angesprochen wurde, des Großraums München, beanspruchte die S-Bahn und vor allem ihr Rückgrat, die Stammstrecke, bis an ihre absolute Leistungsgrenze. Dabei hat, und das ist ja das Skurrile, die S-Bahn im Grunde diese stürmische Entwicklung der Region überhaupt erst möglich gemacht. Überall entlang der S-Bahn-Äste wurde gebaut, München und sein Umland prosperierten und die S-Bahn verknüpfte das alles miteinander. Der Stammstreckentunnel wurde zu Europas meistbefahrener Bahnstrecke. Er war auf 250.000 Fahrgäste ausgelegt. Heute muss er deutlich mehr als das Dreifache verkraften. Die Zelte vom Bürgerfest sind so gut wie abgebaut. Hier beginnen jetzt in den nächsten Tagen die tatsächlichen Bauarbeiten. Bürger, die sich informieren möchten über die zweite Stammstrecke, können dies tun im Informationszentrum. Montag bis Samstag von jeweils 14 bis 20 Uhr. Wir verabschieden uns jetzt mit Impressionen von dem Spatenstich der zweiten Stammstrecke, der am 5. April in München stattgefunden hat. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe wieder und bis dahin allseits gute Fahrt.